Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur Sonder-Spezial-Sonder-Olympia 2014 Ausgabe von Rasputins und... Ich bin Ivan und du hast in der Hand mein WWE-Mikrofon. Und wenn du drückst auf Knopf, dann wir hören Rey Mysterio. Buyaka, Buyaka, Rey Mysterio. Ja, Ivan, ich hab ja doch gesagt, wir sollen hier dieses scheiß Spielzeugding dann hier videotechnisch überkleben mit einer Fackel. Das ist wieder alles kaputt gemacht. Ja, herzlich willkommen zur Rasputins und Ivans Sonderspezial Sonder Sochi 2014 Ausgabe. Sochi, wie es die Deutschen haben, Sochi, wie wir Russen sagen, ja, und es ist ja auch ein russischer Ort und da muss man es auch mal richtig aussprechen, ja. Ich war, also, ihr seht es ja hier im Hintergrund, ja, die Bilder der Eröffnungsfeier, also ich war wirklich... Aber wir haben doch gar nicht die Rechte an Bilder von der Eröffnungsfeier. Wir haben keine Rechte. Ich bin Rasputin Strohwasser, hallo! Ja, ich war der größte YouTube-Star auf Erden, bevor ich... Ich dachte, du warst erst YouTube-Konsultant und jetzt hast du gesagt, bist du Euro-Botschaft. Ich bin UN-Botschafter in New York, ja, für neue Medien, ja. Also da bin ich zuständig, ja. Da reise ich durch die ganze Welt und sage irgendwelchen Leuten im Busch, hier Handy nehmen, aufnehmen, YouTube hochladen, toll. Ja, und ich war in offizieller Mission, war ich bei dieser Eröffnungsfeier dabei, ja, weil von der UN wollte ja keiner, ja, der Ban Ki-moon, ja, also mein Chef, der hat gesagt, ach, nö, lass mal. ich mag Pokémon. Ban Ki-moon. Pokémon. Ban Ki-moon. Ja, so heißt der UN-Generalsekretär. Was hast du überhaupt für ein Bild? Ach, was frage ich dich überhaupt? Also er wollte nicht, ja, dann die anderen UN-Botschafter wollten irgendwie auch nicht, ja, und dann, ja, weil seit 27 andere abgesagt haben, haben sie halt mich gefragt, ja, und dann habe ich gesagt, ja, das ist verständlich, fahre ich da hin. Es ist doch eine Olympiade bei mir zu Hause sozusagen, vor der Haustür in meinem Heimatland in Russland, ja, das lasse ich dir nicht nehmen. Und ich meine, ihr seht es ja, es ist, also was das für eine Eröffnungsfeier war am Freitag, bombastisch, das ging ja mal richtig vorwärts. Ich war wirklich zu Tränen gerührt, ja. Ich habe ja da neben dem Botschafter Usbekistans und dem Vizesportminister von Botswana gesessen, ja, auf der Ehrentribüne und das super, super nette Kerle, super nette Typen und wir haben echt unglaublich viel Spaß gehabt, ja, wenn die da hier mit den Flaggen reinkamen, ja, und dann hier irgendwelche russischen Volkstänzer haben uns erstmal hier schön, hier mit dem Wodka erstmal hier richtig schön hier einen zugeduddelt, ja. Hast du auch dann gesehen, offizielle Maskottchen von Olympia? Oh, das ist schön. Ich muss ja wirklich sagen, ich bin normalerweise überhaupt kein Freund von Olympia-Maskottchen, aber das ist wirklich extrem gut gelungen. Also ich habe mir gleich, als ich dort war, gleich bin ich in den Souvenirshop gegangen und hab den leer gekauft. Mit T-Shirts, mit Stofftieren, mit Tassen. Ja, ich habe eine Überraschung für dich, ja? Denn ich habe eingeladen, das offizielle Maskottchen von Olympiade Rasputin Vlog hier, ja, heute für dich in dieser Sendung. Simba Bimba. Simba Bimba ist offiziell. Hallo Rasputin. Ich bin offizielle Maskottin. Aua! Ivan, was soll denn das sein? Das ist Simba Bimba. Offizielle Maskottchen von Rasputin und Olympia. Das ist das offizielle Maskottchen. Das hast du doch bei diesem Wahlkampfstand der SPD bekommen. Aber guck, hat eine rote Mütze auf wie Kommunist. Ja, SPD, ja, hier billiger Scheiß hier schon. Bullshit da, ja. Und das ist nicht das Maskottchen. Ivan, ich hab dir wirklich gesagt, du sollst dich redaktionell darauf vorbereiten. Wir reden hier über Olympia, das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich habe mich redaktionell vorbereitet, habe geguckt im Internet und gehört die Nachrichten und die haben gesagt, Olympiade doof, Russland doof, judenfeindlich, schwulenfeindlich und töten viele Tiere und alles gemein. Und Putin, was? Ivan, hör auf, diese Lügen zu verbreiten, ja? Von den westlichen neidischen Systemmedien, ja? Ja, nur weil ihr Pleitestaaten, ja, ihr Loser in Europa mal nicht 50 Milliarden Euro auf den Tisch klatschen könnt, um eine richtig ordentliche, tüftige Olympiade zu organisieren. Ihr seid doch alle nur neidisch, ja? Und überhaupt, jetzt möchte ich euch mal ein paar Wahrheiten sagen. Und ich weiß es ja, weil ich bin ja bei der UN. Also, Punkt A, ja, was dieses ganze Schwulenthema betrifft, ja? Wir in Russland haben keine Schwulen. Aber Oleg ist schwul. Ach, der Oleg ist schwul. Der wohnt ja auch in Berlin. Ja, kein Wunder, dass man da schwul wird. Hast du mal die Frauen gesehen in Berlin?
Berliner Bürgermeister, ja? Also gar keine Frage, dass man dann plötzlich weiche Ideen bekommt und hier warm wird. Also ich fand es schön, als ich war in Berlin. Geoma hat mir gezeigt, die Stadt. Ja, Geoma, der ist ja auch hier, der ist ja sozusagen mit der Regenbogenfahne im Arsch aufgewachsen. Aber ja? Der nicht schwul, der nur lieb. Natürlich ist der schwul. Das ist doch ein offenes Geheimnis in der Szene, dass er schwul ist, ja? Genauso wie diese ganzen Jungs bei Divimove, ja? Da wird ja erstmal hier der Popo-Test, bevor du da einen Vertrag unterzeichnen darfst, ja? Aber und überhaupt ja auch hier, Applewar, alle schwul. Hat Freundin. Ach. Und Tens von Applewar hat auch und Charm von Applewar ja, hat auch Freundin. Philipp Lahm hat auch eine Frau, ja? Und der ist trotzdem stockschwul. Das sind nur Alibi-Frauen, ja? Ich meine, wir in Russland haben damit ja überhaupt gar kein Problem, ja? Also ich meine, ich habe ja auch nichts gegen Schwule. Ich kenne ja auch keine Schwule, weil bei uns gibt es auch keine Schwule, ja? Ich habe die erst hier in Europa kennengelernt. Ja, und ja, jetzt in Amerika, da geht man Gott sei Dank auch ein bisschen anders damit um. Und was mit Thema Judenfeindlichkeit in Russland? Juden haben gesagt im Fernsehen. Ach, Juden. Also, ich habe nichts gegen Juden, ja? Also, Juden gibt es ja bei uns auch nicht, ja? Also, Juden gibt es ja in Russland nicht. Die sind ja alle. Das waren ja die ersten, die abgehauen sind als die Sowjetunion, ja? Also, da waren ja erst die Leute, die dann im Westen sind, Gebrauchtwagen gekauft haben, dann 10 Jahre in dem Auto geschlafen, ja? Bevor sie Hartz IV beantragt haben. Das waren die ersten, die weg waren. Die zweiten waren die Juden, die sind ja alle nach Israel ausgewandert. Ich habe nichts gegen Juden, ja? Ich habe auch nichts gegen Moslems oder gegen Christen oder gegen andere irgendwelche gearteten Minderheiten, ja? Ich finde das halt nur, im 21. Jahrhundert braucht man sowas wie Religion überhaupt nicht mehr, ja? Wenn man solche humanistischen Vorbilder wie Wladimir Putin hat, ja? Der also wirklich einer der größten Staatsmänner der Geschichte Russlands ist und der größte Staatsmann, der derzeit lebt, ja? Dann braucht man so etwas Verbrämtes wie die Religion nicht mehr. Es sei denn, es ist die russisch-orthodoxe Kirche, ja? Die ist toll. Ja, und überhaupt, ja? Also ich kann das ja hier überhaupt nicht verstehen, ja? Ich bin hierher gekommen, habe mich gedacht so, ja, alle sind in Olympia-Fieber, überall Public Viewing und schauen sich das an, ja, aber alle nur so Fresse nach unten und alle so doof und so teuer. Ja, ich kann das nicht verstehen, ja? Natürlich kostet das 50 Milliarden Euro, natürlich musste erst die Stadt gebaut werden, ja? Aber ich meine, woher sollen wir es denn haben? Wir hatten ja vorher kein eigenes Skigebiet. Das mussten wir ja auch erst bauen. Um 50 Milliarden Euro, naja, wer hat's, der hat's. Wir Russen können es uns halt leisten. Wie nicht so wie ihr mit dem Skigebiet. Nimmt man da Kühlschrank und macht da Wasser rein und wartet, bis Schnee ist und dann nimmt wieder raus. Ja, man merkt, du lebst zu lange in Berlin. Ja, so würde man das in Deutschland machen. Hauptsache, es kostet nichts, ja? Aber ich nicht lebe in Berlin. Ja, du lebst aber hier irgendwo in Deutschland, ja? Oder hier in Zentraleuropa. Du bist vergiftet von solchen dummen Ideen. Ja, wir haben es richtig gemacht. Wir haben gesehen, toller Hang, da schneit es manchmal. Super, da bauen wir jetzt mal hier ein bisschen Stahlbeton in den Berg rein und dann wird mal richtig geklotzt, ja? Ich meine, wenn der Scheich von Dubai, ja? Wenn der mal Luxusurlaub machen will, dann geht er nach Russland, weil er weiß, ja? Sein billiges Aldi Dubai kann einpacken gegen russische Folklore und gegen das, was wir da geschaffen haben. Und ich bin stolz. Ich bin stolz auf diese Bauwerke. Ich bin stolz auf diese Sportstätten. Und es bringt ja auch was der Bevölkerung, ja? Wenn die Olympiade vorbei ist, ja? Und dann diese Krüppel-Olympiade danach, ja? Mit den Behindis, wenn das alles vorbei ist und das ganze Pakt wieder abgereist ist, dann gehört das ja alles uns, ja? Und dann können dann hier die Moskauer, die abgeschuftet sind, ja? Die viel gearbeitet haben, können dann schön, ja, in den Transrapid reinsteigen, ja? Und dann schön runterfahren, sind in einer Stunde da und können dort dann den Berg runterrutschen, ja? Auch im Sommer, weil wir kühlen das nämlich alles runter, ja? Weil wir haben nämlich solche Akkupads da unter dem Berg, ja? Das war auch bei 30 Grad, weil Sochi ist ja auch in der subtropischen. Ansonsten würde es ja gar nicht funktionieren. Wird der Schnee wieder genommen und dann in den Kühlschrank getan und wenn jemand kommt zum Skifahren, dann wieder raus aus dem Kühlschrank genommen. Schnee im Kühlschrank, du guckst zu viel, Ivan, eindeutig. Ja, also ich möchte jetzt hier mal ein bisschen werben. Ja, ich möchte hier mal wirklich werben für die Olympischen Spiele und schaut's euch an, ja? Ich meine, gut, ich würde mich auch schämen für die deutschen Sportlerinnen und Sportler, ja? Das ist ja peinlich, was da. Um Gottes Willen, also ich habe Claudia Pechstein gesehen, ist das meine Oma, die da auf dem Eis ist. Ja, also 41 Jahre und bei Olympischen Spielen teilnehmen. Das ist das Spiel der Jugend, da trifft sich die Jugend der Welt, nicht die Milfs. Ja, aber das ist ja nicht meine Milfs, weil das will sie ja keine Hüfsen, ja? Verstehe ich nicht, was ist Milf? Ja, Milf ist Mother, I like to fuck. Ach, fuck. Fuck.
Du kannst doch nicht mal Englisch. Mein Gott, nochmal. Ja, also zumindest, bei uns in Russland, ja, unsere russischen Sportlerinnen, ja, die müssen Leistung bringen, natürlich, das ist ja das Wichtigste, aber sie müssen auch gut aussehen. Ja, wenn das so Gesichtsgünter sind, so, dann dürfen sie für Usbekistan oder Weißrussland oder sowas antreten, aber nicht für die russische Föderation. Weil wenn sie dann Gold gewinnen, ja, dann müssen sie auch repräsentieren. Ja, die Leute müssen ja auch über Olympia einschalten, ja, das ist ja auch wichtig, Einschaltquoten. Und wenn du da halt nur solche auf dem Treppchen siehst, das ist ja vollkommen klar, dann schalten die wieder alle ab und Olympia kann einpacken. Ja, das ist Marketing. Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen, im Gegensatz zu euch. Ja, ihr jammert rum, alles zu teuer, schickt nur eure alten Säcke, ja, die hier in irgendwelchen Pflegeheimen rausstolpern, ja, denkt, dass ihr damit Erfolg habt. Überhaupt, ja. Ich hab ja gewettet, ja, dass Russland am Ende auf Nummer 1 ist, ja, bei den Medaillenspielen, ja. Hab ich $10.000 drauf gewettet. In New York. Aber du hast gesagt, das ist dein ganzes Geld. Ja, natürlich. Das mache ich ja auch. Wenn ich gewinne, dann habe ich $250.000. Ich sehe schon. Und wenn du verlierst, ich darf wieder das ganze Jahr deine Einkäufe zahlen. Ivan, ja, ich meine, ich wohne in New York, ja, da kannst du ja schlecht für mich einkaufen gehen. Ja, es sei denn, du kommst dann rüber mit der Aldi-Tüte oder so, ja. Darf ich auch Simba Bimba mitbringen? Die Simba Bimba, Simba Bimba in dein Hirn reinstopft! Ja, das war's schon wieder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaut euch die Olympischen Spiele an und fahrt auch mal nach Russland, wenn es ihr euch leisten könnt. Wenn ihr es euch nicht leisten könnt, ja Pech. Ja, bleibt halt zu Hause. Ja, aber hört auf Russland zu schimpfen. Das ist echt unfair. Das ist auch nicht differenziert oder so ähnlich, sondern halt. Ja, glaubt mir, ich weiß es. Ich bin ja schließlich bei der UN. Ja, also macht's gut. Ciao. Tschüss, Herr Rasputin. Ja, Ivan, cremst du mich jetzt noch ein bisschen ein? Da können wir auch wieder ein bisschen kuscheln.